Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zum neuen Überraschungsorakel für diese Woche. Ja, heute gibt es eine Speziallegung, auch anlässlich zum Valentinstag. Und zwar schaue ich bei dieser Legung darauf, wie du und dein Gegenüber, wie ihr zueinander steht, wie jeder von euch beiden die Verbindung sieht, aber auch was euch verbindet. Ja, wir reden hier sozusagen Klartext, wie ihr zueinander steht, ob das Ganze überhaupt für die Zukunft noch Sinn macht. Und da habe ich die männliche, die weibliche Hauptperson als Symbol schon mal rausgelegt und in der Mitte den Ring, der ja für die Verbindung steht. Auf dieser Seite schauen wir uns an, wie dein Gegenüber, je nachdem, ja, wenn du ein Mann bist, bist das du, dann ist das dein Gegenüber und umgekehrt, ja. Wenn du als Frau zusiehst, ist das hier dein Gegenüber. Da schauen wir uns an, wie dein Gegenüber zu dir steht. Hier schauen wir uns an, wie du zu deinem Gegenüber stehst und in der Mitte das, was euch verbindet. Und zum Schluss bekommt ihr noch drei Lenormand-Karten, wo wir eben schauen, wie das denn weitergeht zwischen euch. Da ist es völlig egal, ob ihr jetzt in einer Partnerschaft seid oder ob ihr einen Wunschpartner habt. Ja, das ist eine allgemeine Legung. Es kann passen auf dich, muss aber nicht. Ja, zum Schluss bekommt ihr dann noch eine Botschaft aus dem Kartendeck, Botschaften vom Herzengel mit den Lenormand-Karten. Also da habe ich die Lenormand-Karten von Angelina Schulze genommen. Und hier diese Karten sind die Karten der Liebe und die Karten der Partnerschaft. Ja, mit diesen Karten arbeite ich heute. Wenn du gerne diese Legung für dich persönlich und deinem Gegenüber haben möchtest, dann kannst du die Wochenendaktion nutzen. Diese Aktion endet am kommenden Mittwoch. Diese Legung bekommst du als Video statt 30 Euro um 25 Euro, oder wenn du sagst, du möchtest diese Legung per Mail, bekommst du diese um 15 Euro statt 20 Euro. Nur bis kommenden Mittwoch, das ist der 14. Februar, bekommst du eben diese Aktion. Ja, kannst du diese Aktion nutzen? Was jetzt noch neu ist bei mir, ist die Dualseelen- und Seelenpartneranalyse. Diese Analyse habe ich selber entwickelt. Da arbeite ich nicht nur mit den Karten, sondern auch mit Hilfe der Astrologie. Und da schaue ich in eure Seelenverbindung, was auch im vorherigen Leben wichtig war, was ihr in dieses Leben mitgenommen habt, welche Aufgaben ihr in diesem Leben habt, wie die Chance steht, eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten oder wenn du einen Wunschpartner hast, in eine Partnerschaft zu gehen, ob das aus kartentechnischer Sicht und auch aus astrologischer Sicht möglich ist. Und da habe ich eine Analyse entworfen, die habe ich schon mehrfach getestet bei Freundinnen, aber auch bei Kunden und die Resonanz war hammermäßig. Wir sind da auf sehr, sehr viele Dinge draufgekommen, wo man wirklich sagt, okay, jetzt weiß man, warum das Ganze eben so schwierig ist. Und diese Analyse gibt es eben jetzt ab sofort bei mir zu bekommen. Ja, diese Analyse bekommst du per Mail, ja, in einer PDF-Datei. Und das Einzige, was ich dazu brauche, ist dein Name, dein Geburtsdatum und die Uhrzeit, den Geburtsort, aber auch den Geburtstag, die Geburtszeit und den Geburtsort deines Gegenübers. Das ist sehr, sehr wichtig, um diese Analyse machen zu können. Ja, ich habe euch meine Homepage, meinen Shop unten verlinkt. Schaut einfach durch, da ist auch beschrieben, um was es da genau geht bei dieser Analyse. Und da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ich dir mit dieser Analyse helfen kann. So, jetzt starte ich aber mit dieser Legung los und ich schaue mir jetzt einfach mal an, wie die männliche Hauptperson zu der weiblichen steht. Ja, wenn du als Mann zusiehst, ist das jetzt deine Seite. Siehst du als Frau zu, ist das die Seite deines Gegenübers. Da schauen wir uns mal die Karten an. Und zwar haben wir hier die Romantik und das Glück. Also das ist eine Glückskarte. Und dann haben wir den Wutanfall. Also dein Gegenüber
ist zwar sehr romantisch, aber die Karte des Wutanfalles ist ja eine Problemkarte. Ja, das heißt, dass dein Gegenüber oder du, wenn du als männlicher Zuschauer hier bist, dass du vielleicht immer wieder auch dahin tendierst, mit Wutanfällen, mit Ärgernissen, die Romantik, das Glück auch irgendwie zu ruinieren. Ja, dass das oft so Kurzschlussreaktionen von dir sind, ja, und dass du manchmal auch wirklich diese Romantik, du empfindest das oder dein Gegenüber empfindet das zu dir schon als sehr romantisch und als Glück, ja. Aber dann kommen immer wieder auch Wutanfälle hoch, entweder jetzt wirklich von dir als Mann oder von deinem Gegenüber, wenn du eine Frau bist. Oder aber es betrifft natürlich auch dich hin und wieder, ja, denn das ist ja das, wie dein Gegenüber die Verbindung sieht. Also zwischen euch muss das so sein oder so nimmt das zumindest hier die männliche Person wahr. Ist es schon ein Glück? Ja, aber man grätscht halt immer wieder mit Wutanfällen, mit Ärgernissen in diese ganze Geschichte rein, ja. Also diese Geschichte ist nicht ganz frei von Schwierigkeiten und das nimmt hier auch dein Gegenüber wahr. Dann haben wir noch die Karte der Erotik. Das ist auch eine Glückskarte. Das heißt, nicht nur die Romantik, sondern auch die Erotik verbindet euch, so denkt hier die männliche Hauptperson. Aber wie gesagt, wir haben ja hier auch den Wutanfall. Das heißt, es gibt schöne Momente. Dein Gegenüber sieht das auch so, ja. Er fühlt sich zu dir sehr, sehr stark sexuell auch hingezogen, aber wir haben eben eine Problemkarte und das ist eben das, was halt immer wieder auch für Ärger sorgen wird oder sorgt zwischen euch. Und dann haben wir die Karte Verstehen. Dein Gegenüber weiß und versteht auch, dass ihr eine romantische Verbindung habt, eine sehr starke erotische Verbindung. Ja, da scheint es wirklich zu knistern zwischen euch. Und die Karte des Verstehens steht auch dafür, dass eben hier die männliche Person schon weiß, worum es bei euch wirklich geht. Ja, dass ihr euch wirklich sexuell sehr stark hingezogen fühlt, aber wie gesagt, Wutanfälle sind negativ zu betrachten. Ja, das ist was, was euch immer wieder auch in euren Glücksmomenten stört. Und das weiß dein Gegenüber auch oder du als männlicher Zuseher. Ja, und dass du verstehst das auch, du weißt, worum es hier geht in dieser Verbindung. Und das, denke ich, ist sehr, sehr gut, ja. Denn man kann ja natürlich auch seine Augen verschließen, aber hier, diese männliche Person verschließt die Augen ganz und gar nicht. Und dann haben wir noch die Karte die Wahrheit. Also da geht es schon darum, dass dein Gegenüber oder du als männlicher Zuseher schon auch die Wahrheit leben möchtest, ja, auf jeden Fall. Egal ob jetzt dein Gegenüber Partner oder Wunschpartner ist. Die Wahrheit ist deinem Gegenüber sehr, sehr wichtig. Er weiß auch, dass ihr eine sehr starke sexuelle Anziehungskraft habt, dass ihr immer wieder Glücksmomente habt und dass dahinter auch die Wahrheit steckt. Und dann haben wir noch den Erfolg. Also dein Gegenüber ist hier schon positiv eingestellt, was der Verlauf der Verbindung betrifft. Ja, dass hier schon Erfolg kommen wird und weiterhin auch kommen wird und ihr beide auch in der Wahrheit leben sollt. Ja, vor allem wenn du jetzt einen Wunschpartner hast, ist deinem Wunschpartner bewusst, dass hier die ganze Verbindung einen positiven Gang geht. Also hier ist diese männliche Person positiv eingestellt, das finde ich sehr, sehr gut. Und dein Gegenüber hat einfach auch hier eine sehr, sehr positive Einstellung über diese Verbindung. Und er weiß natürlich auch und versteht auch, wo Problematiken sind. Aber er sieht das Ganze eigentlich schon als sehr erfolgreich an. Ja, dass hier einfach in dieser Verbindung, egal ob jetzt mit Partner oder Wunschpartner, schon großes Potenzial da ist, um weiter auszubauen. So sieht einfach die männliche Hauptperson die Verbindung. Schauen wir uns jetzt die weibliche Hauptperson an, wie die diese Verbindung sieht. Und da haben wir die Liebe. Na klar, die weibliche Hauptperson weiß, dass hier Liebe vorhanden ist oder denkt das. Ja, also das ist ja schon mal interessant. Und dann haben wir den Angriff. Schau mal, das ist auch eine Problemkarte. Also man fühlt sich auch immer wieder angegriffen. Und da denke ich, wenn man das die beiden jetzt betrachtet, der eine mit den Wutanfällen, der andere mit dem Angriff, das sind ja beides Problemkarten. Beide haben eine
gute Einstellung, was die Verbindung betrifft. Ja, die männliche Hauptperson sieht das als romantisch, auch als erotische Angelegenheit, während die weibliche das schon als Liebe betrachtet, aber trotzdem, irgendwo ist trotzdem hier noch der Hund begraben. Die weibliche Hauptperson sieht Angriffe, ja, Streitereien, aber auch die männliche Hauptperson sieht, dass hier Wutanfälle, Streitereien ein Thema sind und dass das wirklich auch eure Verbindung behindert. Ja, also beide, denke ich, haben schon einen gesunden Einblick auf das Ganze. Dann haben wir noch Loslassen. Okay, du als weibliche Person hast schon das Gefühl, diese Liebe irgendwie loszulassen, weil vielleicht die Probleme sehr, sehr stark sind. Ja, vor allem, wenn dein Gegenüber dein Wunschpartner ist. Ja, hast du das Gefühl, du müsstest das loslassen? Und dann haben wir noch Lernen. Na schau, das ist ja auch, du hast auch das Gefühl, dass du lernen musst, loszulassen, diese Verbindung loszulassen, weil vielleicht Streitereien, Auseinandersetzungen sehr stark sind momentan. Und du hast eben hier das Gefühl, aus dieser Verbindung etwas zu lernen, aber auch, dass du lernen sollst, loszulassen. Ja, jetzt nicht loslassen, dass man sagt, man möchte nichts mehr von demjenigen wissen, sondern das Loslassen ist für mich auch immer, ja, einen gewissen Freiraum auch lassen. Ja, das hast du eben so das Gefühl, oder die weibliche Hauptperson, dass da hier dahinter für dich eine Lernaufgabe steckt, nämlich das Thema Loslassen und Vertrauen, ja, dass derjenige ja wieder zurückkommt, wenn es so sein soll. Und dann haben wir noch das Glück. Du empfindest es trotzdem als Glück mit deinem Gegenüber und die Belohnung. Also du weißt auch oder du spürst, wenn du in deine Lernaufgabe gehst, ja, loszulassen, zu vertrauen, dass es so kommt, wie es für dich kommen soll, wirst du belohnt werden. Da wird ein Glück auf dich zukommen. Du siehst auch diese Verbindung als Belohnung und als Glück, aber du siehst sie auch als Lernaufgabe für dich. Und das, denke ich, ist auch eine schon realistische Einstellung. Ja, also wenn man jetzt das Ganze betrachtet, diese Legung, wie beide zueinander stehen, haben beide irgendwie schon einen gesunden Einblick auf die Verbindung. Beide sehen die Verbindung als Glück, als erotisch, als erfolgreich an, aber mit einem kleinen Beigeschmack, mit kleinen Hindernissen. Also habt ihr beide schon einen ziemlich realistischen Einblick auf eure Verbindung. Schauen wir uns an, was euch denn verbindet. Und da haben wir den Verlust. Okay, es geht also offensichtlich immer wieder auch zwischen euch in den Verlust. Also das klassische Hin und Her sozusagen. Und dann haben wir die Projektion. Also man fokussiert sich hier auf etwas. Man versteift sich hier auf diese Verbindung. Ja, oder man versteift sich auch immer wieder auf einen Verlust. Das kann natürlich sein, dass ihr beide das Gefühl habt, denn das ist ja das, was euch verbindet. Jetzt haben wir eine Glücksphase, aber es wird nicht mehr lange dauern, dann kommt wieder der Verlust. Ja, das denkt man dann und dann ist natürlich klar, dann kommt auch der Verlust. Man setzt sein ganzes Denken auch auf einen möglichen Verlust und das ist ja auch das, was natürlich dann für Probleme sorgt, dass ihr beide irgendwie auch nicht so recht ja, im Hier und Jetzt lebt, sondern dass ihr einfach, wenn ihr schöne Glücksmomente habt, gleich wieder denkt, okay, morgen oder übermorgen sieht es wieder ganz anders aus, weil es in der Vergangenheit immer so war. Dann wird sich daran natürlich auch nichts ändern. Aber Verluste sind bei euch ein sehr, sehr starkes Thema. Dann haben wir noch die Karte Zweifel. Ja, das ist natürlich klar. Ihr zweifelt beide. Nicht nur hin und wieder an dieser Verbindung, wenn es zu Verlusten kommt, dass ihr beide wirklich auch manchmal verzweifelt. Ja, aber das ist eine schwierige Verbindung. Ihr seht die Verbindung eigentlich beide als sehr positiv an. Ja, ihr habt beide das Gefühl, das geht in eine gute Richtung, aber dann kommt halt immer wieder irgendetwas von außen, das euch zweifeln lässt. Und dann haben wir über Fehler hinwegsehen. Also, das ist ja auch eine positive Karte. Ihr könnt beide über Fehler des anderen hinwegsehen. Ihr geht beide immer wieder neu aufeinander zu, auch wenn Zweifel da sind, ja, zwischen euch. Ihr könnt über die Fehler hinwegsehen. Und das, denke ich, ist eine sehr, sehr positive Aussage für eine Verbindung.
Ja, ihr habt Schwierigkeiten miteinander, ja, aber ihr habt beide eine ziemlich gesunde Einstellung, was diese Verbindung betrifft, aber auch was euch beide betrifft und was es betrifft, darüber zu lernen, ja, über diese Verbindung. Also ihr könnt beide, so groß die Zweifel auch hin und wieder sind, über Fehler des anderen hinwegsehen. Das heißt ja nicht, dass man alles erduldet, sondern einfach, dass man wieder aufeinander zugeht und miteinander wächst innerhalb dieser Verbindung. Und dann haben wir noch die Karte Täuschung. Okay, Täuschung ist auch ein sehr, sehr großes Thema bei euch. Das ist ja auch eine Problemkarte. Das kann also durchaus sein, dass ihr beide euch hin und wieder auch täuscht, nicht immer ganz ehrlich zueinander seid, auch nicht ehrlich über die Gefühle sprecht, wie es euch wirklich in dem Moment des Streits geht, sondern dass ihr einfach über vieles hinweg seht und dass ihr da euch hin und wieder auch täuschen lässt. Aber es geht ja auch darum, dass man eben an dieser Verbindung wächst und lernt. Und schaut mal, da haben wir noch zulassen, dass du geliebt wirst. Das ist natürlich auch ein Thema. Ja, ihr habt beide oder traut euch beide nicht zuzulassen, dass ihr geliebt werdet. Das heißt, es ist das Thema Selbstwert ein sehr, sehr starkes Thema bei euch. Ja, und da geht es einfach auch darum, es hat vielleicht Täuschungen in der Vergangenheit gegeben, das euch natürlich auch daran hindert, zuzulassen, dass ihr vom jeweils anderen geliebt werdet. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Problem. Ja, deswegen kommt es ja auch immer wieder dann zu Situationen, zum Zweifel, zu Streit, ja, weil ihr beide offensichtlich euch schwer tut, einfach zuzulassen, dass ihr geliebt werdet vom jeweils anderen. Ja, ihr beide seht diese Verbindung als sehr positiv an, aber das Thema Zweifel, das Thema Selbstwert sorgt auch immer wieder dafür, dass ihr euch in die Haare bekommt. Ja, du als weibliche Hauptperson weißt schon, dass es da etwas zu lernen gibt. Das finde ich sehr, sehr gut. Auch die männliche Hauptperson versteht sehr viel. Also kann man im Großen und Ganzen bei dieser Legung sagen, beide haben einen gesunden Einblick, was die Verbindung betrifft, wo die Problematiken sind. Und das ist einfach das, wie ihr beide zueinander steht. Und das ist ja eigentlich das, wo man wirklich auch weiter daran arbeiten kann. Also ihr beide wisst, worum es geht. Also keiner von euch beiden ist unwissend in dieser ganzen Geschichte. Und das ist ja eigentlich sehr, sehr positiv. Schauen wir uns an, wie es denn jetzt weitergeht bei euch beiden. Und das sind die drei Lenormand-Karten. Und da haben wir die Wege für die Entscheidungen. Dann haben wir das karmische Kreuz. Also eine Entscheidung kommt schicksalhaft. Und wir haben hier die karmische Liebe noch. Okay, ihr beide habt eine karmische Liebe. Es wird eine Entscheidung getroffen, die schicksalhaft kommen wird. Man wird sich für diese Liebe entscheiden. Egal, ob du jetzt mit deinem Gegenüber schon in einer Partnerschaft bist, dann wird man sich wieder dafür entscheiden, die Belastungen in dieser Liebe wirklich auch anzugehen, daran zu arbeiten. Ja, und wenn dein Gegenüber dein Wunschpartner ist, so ist es eine karmische Liebe und man wird sich dafür entscheiden, diesen Weg miteinander zu gehen und die Schwierigkeiten miteinander auch anzugehen. Ja, das ist das, wie es bei euch beiden weitergeht. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das heißt, es geht was weiter. Man arbeitet miteinander an diesen Schwierigkeiten. Und eine karmische Verbindung ist nie einfach. Schauen wir uns jetzt noch die Botschaft des Herzengels an. Bunte Leichtigkeit. Das Kind in dir sucht Ausdrucksmöglichkeiten. Also hier geht es auch darum, das, was man empfindet, das, was man sich wünscht, das, was man gerne hat, dass man das zum Ausdruck bringt. Ja, aber auch das Kind in dir, ja, dein inneres Kind möchte hier noch zum Ausdruck gebracht werden. Aber hier geht es wirklich um die bunte Leichtigkeit, wieder in die Leichtigkeit zu gehen und auch zu lernen, sich auszudrücken. Ja, das mitzuteilen, wie es einem geht, was man empfindet, was man sich gerne wünscht. Um die Ausdrucksmöglichkeit geht es. Und das, da denke ich, seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, weil jeder weiß, was Sache ist. Und man sieht ja auch hier, es wird an dieser Verbindung gearbeitet, auch an diesen Schwierigkeiten. Und das, denke ich, ist wirklich eine sehr, sehr gute Aussage. Ich hoffe, meine Lieben, euch hat dieses Orakel gefallen.
Natürlich könnt ihr dieses Orakel, wie gesagt, als Aktion momentan bei mir buchen. Da freue ich mich natürlich sehr auf zahlreiche Legungen, die ich für euch machen kann. Wünsche euch ein schönes Wochenende und alles Gute. Tschüss!